Ich bin wieder zu Hause, driving home for Christmas, wie immer. Und die Katzen erkunden hier gerade das Terrain. Spikey, kennst du es noch? Pups! Und hier stehen schon die ganzen Kisten mit der Deko, die ich die nächsten Tage mache. Ja. Und die Frau Tinkerton? Tinkerchen, hier, du bist die rennt auch schon rum. Ja, sie muss ja erstmal gucken, was für Katzen noch hier rum. Ja, erstmal das Katzenklo. Genau, zeigt beiden das Katzenklo. Das ist eine gute Idee. Mit Vanilleduft. Ja, ich rieche das schon. Ich dachte schon, du hast eine Duftkerze an. Nee, guck mal hier. Oh, das Spike hat es schon gefunden. Riech mal an mir. Guck mal, das Spike sitzt im Katzenklo. Ja. Das riecht schön. Mm. Nee, ich rieche hier so. Ah ja, du riechst schon. Was ist das? Von Anna Jacquet. Das ist aber lecker. Ich dachte, das wäre Vanillekatzen. Und zack, ist die Katze. Und wie immer sieht es schön aus. Ach, ich freue mich. Und beste Limo auf der ganzen Welt, Presta Light. Ja. Aus dem Haus Apollinaris. Ist ja echt schön angerichtet. Ja. Mit. Ich habe Buffy. Buffy Maus. Hallo Buffy Maus. Auch wenn du dich mit der Tinky verstehen würdest, das wäre so schön. Was? Man sieht leider keine richtige Farbe. Das Licht ist so gelb. So, das ist Wasabi. Ich glaube, das müssen wir morgen nochmal zeigen. Das ist einfach zu gelb. Ich habe kein. Hier, ich, das Licht ist. Nee. Kim. Eine Cam, eine Cam, richtig. Das ist eine Cam. Ja. Jetzt wissen wir auch, was Kamera auf Englisch heißt. Ich bin zu Hause, wie ihr ja schon gesehen habt. Also hier Driving Home for Christmas ist bei mir jedes Jahr Programm. Und wir fahren gerade auf den Weihnachtsmarkt in meiner Heimatstadt. Zusammen mit meinem Neffen. Hallo. Meiner Mama. Hallo. Dem Herrn Toni. Toni, sag mal. Hallo. Hallo. Und soll's gut gibt's. Und dem Mützenmann mit einer tollen Puddingmütze. Hallo. Ja. So, welche Abenteuer wir dort erleben, seht ihr gleich. Achso, meine Mama will übrigens diesen Mantel abziehen. Das kann sie knicken. Ich habe ungefähr den gleichen, ja. Aber deiner ist schön. Das hat, du ja. Wissen, was das heißt, wenn du sagst, oh, der ist aber schön. Ja, dann heißt das immer so, oh, das, kennt ihr das? Es gibt doch irgendeine Kultur, wenn man da sagt, dass das einem etwas gefällt, dann schenken die das dem sofort. Habe ich schon mal erlebt. Ja, richtig. Und das versucht meine Mama immer mit schönen Klamotten bei mir. So hat sie schon zwei Mäntel und ein paar Pullis abgestaubt. Aber diesen Mantel nicht. Oh, wie schön. Ach so, ich warte den Schlüssel. Ja, Sie wissen noch nicht. Toni, fertig. Kannst du mir zu Hause geben, wenn ich die Brille anhab? Ich soll jetzt hier im Dunkeln nicht rumfummeln. Nein, aber das Fracking ist. Der ist bekloppt. Ja. Und wenn der Ölpreis weiter runter geht, dann macht sich das nicht mehr, weil sich das nicht mehr lohnt. Das heißt, ja. Der Ölpreis wird jetzt irgendwann seinen Boden finden und so bleiben. Man sieht voll, wie klein ich bin, weil ich von unten nach oben filmen muss. Ich möchte gerne den Tannenbaum. Hallo, danke. Nee, Sie nicht. Tannenbaum. Ich glaube, ich bin overlaxed. So, ich hoffe, es ist auf der Kamera drauf. Ich glaube, ich bin overlaxed. Wir gehen jetzt schon über den Weihnachtsmarkt. Nein. Guten Tag. Guten Tag. Und man merkt schon, dass wir wieder in der Kleinstadt sind. Ja. In der Großstadt wird man nicht so strange angeguckt, wenn man mit der Kamera rumkommt. Aber ich zeige euch jetzt einmal den Tannenbaum mit den Teigmännchen. Da ist es. Da ist das Teigmännchen. Wie schmeckt dir denn dein Getränk, was ich dir empfohlen habe, den Nussini? Geht so. Also. Ah! Oh. Sven, du bist so gemein. Wirklich. Geht. Nussini ist lecker, aber Marzipano, was ich trinke, ist immer lecker. Die Mama trinkt Eierpunsch. Geil. Ehrlich, der ist wirklich gut. Der ist nicht echt beste seit Düsseldorf. Wir sind wieder zu Hause vom Weihnachtsmarkt und gleich gibt es Düpschkuchen. Wir waren denn heute am Schnippeln, also halt die, wie heißen das, die Kartoffeln und Möhrchen geraspelt und halt die Würstchen geschnippelt. Das war sehr witzig, weil meine Mama die ganze Zeit mit ihrem Lebensgefährten Witze gemacht hat. Und jetzt sind wir hier alle zusammen. Okay. Also mein Neffe. Und der Sven ohne Mützchen. Keine können wir jetzt mal ganz kurz ab. Also zum Aldi müssen wir als allerletztes, weil du da Eis kaufen willst. Ja, und dann fahren wir vor dem Aldi, fahren wir dann zum Albrecht. Ja. Erst fahren wir zum DM jetzt. Also aber du willst ja gar nicht zum DM. Dann lass uns doch
lieber, Rewe. Damit du nicht hier die ganze Zeit immer, ich habe so viel Stress, ich muss einkaufen, fahren wir jetzt als allererstes zum Rewe. Zum Rewe. Richtig. Dann zum Albrecht, dann zum Aldi. Richtig. Dann lasse ich euch alleine, dann könnt ihr wie mir beim DM machen, was ihr wollt. Und ich stelle die Sachen im Haus. Nee, das mache ich mit. Ich muss sie erfinden. Okay. Von hier kannst du fahren. Ich verstecke die Sachen im Haus. Ja, es ist ja so. Wie oft ich schon Sachen gesucht habe, die man geräumt hat. Ja, nein, das ist ja auch so. Jeder hat sein eigenes System. Im Haus. Im Haus. So. Hui, Niki. Grüß dich, Toni, ne? Wie, grüß dich, Toni. Wie heißt die nochmal? Spike. Grüß dich, Spike. Oh. Da ist die Ich denke nicht, da. Ja? Frohe Weihnachtszeit, der Mützenmann. Hier, komm. Unwichtig. Oh, danke schön. Da ist die Empathy. Ich hätte aber gerne Frohe Weihnachtsneffe. Ihre Schwester, ne? Hallo YouTube, wie geht's euch allen? Ich merke schon, du willst vielleicht nächstes Jahr auch Vlogger werden, dann brauchst du so eine Kamera. Ja, dann mache ich auch immer Primark-Hauls und die laufen auch am allerbesten. Du kannst dir Mühe geben, wie du willst, aber Primark wird am besten geguckt. Das ist traurig, ne? So. Okay. Genau. Das hier ist für uns beide heute. Ja, wir sind jetzt mal draußen. Also es steht fest, ich brauche definitiv noch einen Pony, weil so sieht es nicht sehr vorteilhaft aus mit meinem Kopf. Das ist mein Neffe. Der sieht auch nicht sehr vorteilhaft aus mit seinem Kopf. Wir gehen jetzt die Cosmopolitan kaufen, weil da ist jetzt so Eva Soft Blender Pinsel drin. Du fährst morgen mit uns Schlitten, wenn es morgen kalt wird. Also, wir waren jetzt schon in der Aral. Da gibt es keine Cosmopolitan mehr. Und die Frau hat gesagt, nein. Die müsste in diesem Fach sein, da war aber nur die L drin. Ich liebe ja kompetente Verkäufer. So, und jetzt gehen wir zu der anderen Tankstelle. Mein Neffe hat extra seinen kompetenten Freund angerufen, der in der Tankstelle arbeitet. Und jetzt wissen wir, dass es im zweiten Fach links die Cosmopolitan geben sollte. So. Richtig? Ja, das stimmt. Ja. Hallo. Thank God, there is Düsseldorf, weil hier im Bad Neuenahr ist um 7:30 die Tanke zu. Einfach so. Und der Kumpel von Nick hat einfach noch gesagt, ja, ich war bis eben da und lässt uns jetzt in der Kälte dahin latschen. In der Nacht, wo es schneien soll. Wir sind bestimmt nachher eingefroren. Naja, jetzt haben wir immer einen schönen Spaziergang gemacht und haben können jetzt gleich die bestellte Pizza. Wo kriegen wir jetzt die Soße von Andes her? Andere Tanke. Welche andere Tanke? Die Aral. Achso, jetzt gehen wir nochmal zu Aral. Wir sind jetzt mega spontan nach Koblenz gefahren, um hier den Sale mitzunehmen. Hoffentlich. Wir sind total begeistert. 80 Euro. 80 Euro. Ja, aber überlegen wir, es sind 3 Stück in der Größe. Wir, wir sind gerade total begeistert von diesem Geschäft, weil es einfach total günstig, also was heißt günstig, also preiswert ist. Und ich habe fast geweint, als ich das hier gesehen habe. Und das ist auch ein geiles Bild. Und dieses hätten wir auch gerne. Aber da hätten wir gerne nicht mit London, Paris, New York, sondern Singapur, New York und Düsseldorf oder so. Das ist ja pink! Wir machen gerade einen Waldspaziergang im Schnee. Im Winter Wonderland. Sven, du bist ein Affe. Und es ist total schön. Und im Weitwinkel könnt ihr sogar noch sehen, wie schön hier die Landschaft ist. Wir sind halt mitten im Wald. Und da hinten scheint die Sonne durch die Berge, durch die Bäume. Ein Naturkundeprofessor. Und wenn ich den Arm ausstrecke, dann ist der Schatten auch nicht in meinem Gesicht. Und der Sven hat immer noch die schöne Mütze an, die ich ihm jetzt zu Nikolaus geschenkt habe. Und jetzt muss ich die Kamera leider ausmachen, weil ich die schöne Landschaft selber genießen möchte. Ich hatte gerade eine super Idee, weil diese Schneelandschaft, die lädt ja auch ein zu Let it go, let it go. Wie geht der Text weiter?
Let it snow. Nein, nicht let it snow. Let it snow. Turn away and slam the door. I don't care what they going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. 20 awesome distance makes everything seem small. So schön weit kann man hier gucken. Wir sind nämlich jetzt auf dem Berg drauf. Nicht auf dem Berg, sondern auf dem Turm. Und hier willst du einen Schneemann bauen? Nein. Okay, bye.